Okay, zur Abwechslung ein bisschen was Untechnischeres. Mein Name ist Gerald Beck. Ich bin Softwareentwickler, habe mit Hardware bisher relativ wenig zu tun gehabt. Aber nachdem mein letztes Startup jetzt in dem Bereich ist, bin ich derzeit auf der Suche nach neuen Dingen und Internet of Things ist eines davon, was mich derzeit besonders interessiert und wo ich überlege, später was zu machen, aber das dauert noch ein bisschen, bis das soweit ist. Ja, wie gesagt, ich bin Softwareentwickler, habe in den letzten Jahren verschiedene Unternehmen gegründet, verkauft und oder gecrashed. Seit 2010 ungefähr, die meisten waren irgendwas mit Medienmonitoring in Österreich, auch keine klassischen Startups, sondern Startups, die halt von Anfang an irgendwie Gewinn gemacht haben und dann später verkauft wurden. Das war dann irgendwann mal zu wenig und ich wollte ein bisschen was Größeres machen. Die Folie find ich deswegen relativ interessant, weil sie eigentlich sehr viel über Startups aussagt. Vor allem dieser letzte Punkt, der stimmt nämlich wirklich. Als Softwareentwickler oder auch als Hardwareprogrammierer oder was auch immer, denkt man, dass die Idee das Wichtigste ist und die Umsetzung dieser Idee, aber in Wahrheit ist es zumindest 50% Sales und Marketing. Das will man nicht wahrhaben, wir wollten das auch nicht so wahrhaben. Und man ist ja immer sehr technikverliebt, aber in Wahrheit geht es nur um diesen sogenannten Faktor Business Execution. Was in meinem Vortrag recht wichtig ist, ist was bei Startups sehr wichtig ist, ist eben Fehler zu machen. Ja. Also man wird wahrscheinlich keines finden, außer bei Facebook, da ist der Rekord ziemlich flawless, aber die meisten anderen Startups, die es so gibt, haben ziemlich viel in den Sand gesetzt, bevor sie erfolgreich wurden. Und die allermeisten Startups haben einfach alles in den Sand gesetzt. 90% der Startups gehen einfach pleite bzw. sperren zu. Und so war das auch bei uns dann letztlich. Ja, das sind die Unternehmen, die ich vorher gehabt habe. Dazwischen habe ich einen kleinen Ausflug in den Consulting-Bereich gemacht. Also war nicht so erfolgreich, war schon erfolgreich, aber mich hat es nicht so interessiert. Und deswegen habe ich dann später dieses Startup gegründet. Das war ungefähr 2010 in Wien. Ich gehe auch nur kurz, die Geschäftsideen und so sind da jetzt nicht so wichtig, aber die Idee von dem Ganzen war, alles abzuspeichern, was man so im Browser den ganzen Tag sieht. Und das als persönliche Suchmaschine für einen persönlich durchsuchbar machen. Es wurde auf unseren Servern abgespeichert und dort durchsuchbar gemacht. Technisch eine relativ schöne, hohe Herausforderung, weil das Datenvolumen dabei relativ groß ist und die Suchgeschwindigkeit muss sie aber immer mit Google messen und auch die Resultate müssen sie immer mit Google messen lassen. Also das war eine relativ große Herausforderung. Noch dazu haben wir auch von jedem dieser Dinger immer einen Screenshot gemacht und den auch abgespeichert. Nämlich auch, um das nicht nur den Text zu haben, sondern auch das Layout zu haben. Den Mail-Text haben wir nicht gespeichert, weil das waren einfach zu viele Daten, sondern nur den Volltext. Wir haben dann am Anfang gleich mal GmbH gegründet in Österreich. Das ist, wenn man vor allem Investment sucht, ein sehr, sehr großer Fehler. Ja. Österreichische GmbHs laufen so ab, man geht zu einem Notar, legt dort 1.500 Euro ab, der liest einen Standardvertrag vor und beglaubigt das Ganze. Spätestens wenn man den ersten Investor hat, wundert man sich, ja, wie macht man das jetzt? Der müsste dann, wenn der jetzt, was weiß ich, 10% oder so der Firma für Summe X übernimmt, muss man wieder zum Notar gehen, wieder 1.500 Euro zahlen und das Ganze nimmt so immer wieder seinen Lauf. Abgesehen davon, dass man gewisse Details in einer GmbH gar nicht gescheit abbilden kann, wie zum Beispiel Mitarbeiterbeteiligung, über die Jahre wächst. Es ist sehr üblich, dass man Mitarbeiter beteiligt, mit einer gewissen Prozentzahl gebunden auf 3 Jahre oder so und jedes Jahr erhöht sich diese Prozentzahl. Man müsste dadurch jedes Jahr wieder zum Notar gehen und das ändern. Ja? Ja, wenn man Seidler das macht, so eine GmbH, dann funktioniert schon. Ja, irgendwann muss man es abbilden im Firmenbuch und dann muss man wieder zum Notar gehen. Die Kosten für einen Notar wären noch gar nicht so sehr das Problem, sondern das Problem ist eher,
Investoren sucht man vor allem international und zumindest innerhalb Europas. Und spätestens dann, wenn man aus Deutschland rauskommt und in London was raisen will, dann werden die sagen, GmbH machen wir nicht. Ja. Einfach weil das für die viel zu kompliziert ist. Weil die mit jeder Änderung dort in England gibt es eigentlich gar nicht so etwas wie ein Notar, dort wieder zu einem englischen Notar hinlaufen müssen, das doppelt beglaubigen lassen müssen. Es reicht nicht, dass er ein Notar ist, sondern man muss auch noch beglaubigen, dass der Notar ein Notar ist. Und das dann weiter. Das haben manche gemacht, sie machen es nie wieder. Deswegen, ich würde immer dazu raten, je nach Ausrichtung, entweder in den USA eine Firma zu gründen, eine Delaware Inc. oder in London eine Limited. Limited sind eigentlich, gibt es genug Leute in Österreich mit Erfahrung und ist auch viel billiger zu gründen. GmbH zu gründen dauert 2 Wochen oder so. Wenn es gut geht, eine Limited zu gründen, kann ich online machen für 200, 300 Pfund und habe es in einer halben Stunde erledigt. Ja, wir haben die GmbH gegründet. Unser Ausweg dann daraus war, ich habe die falsche Präsentation, glaube ich, aber wurscht. Unser Ausweg dann daraus war, dass wir eine Limited gegründet haben, die GmbH besitzt. Und dort dann die Anteilsveränderungen abgebildet haben. Wie wir begonnen haben mit dem ganzen Startup-Ding, haben wir eigentlich relativ wenig Ahnung davon gehabt, wie und wo man sich Geld besorgt. Uns war relativ schnell klar, dass das in Österreich nicht so funktionieren wird. Man muss, ich weiß nicht, ob es in Österreich gibt es eigentlich nur eine Investorengruppe, die sehr stark zusammenarbeitet, das heißt, die bestimmen auch den Preis und dadurch kriegt man auch eine sehr niedrige Valuation, das heißt, die Bewertung, wie viel das Unternehmen wert ist und zu welchem Prozentsatz die einsteigen, ist in Österreich um einiges geringer als in anderen Ländern. In Deutschland ist es ungefähr das Doppelte, in London ist es ungefähr 5-fache und wenn man in New York das 10-fache, in New York ist es ungefähr das 10-fache und im Silicon Valley ist es total irre, aber kommt man eigentlich eh relativ schwierig hin. Prinzipiell gibt es im Prinzip drei Möglichkeiten, was man so tun kann, wenn man ein Startup gründet und Geld braucht. Man kann zu einem Business Angel gehen, gibt es in Österreich relativ wenige und Business Angels sind auch sehr oft sehr lokal verankert. Das heißt, die Möglichkeit, dass jetzt ein Business Angel kriegt, der jetzt in Hamburg sitzt oder in London sitzt, ist relativ gering und relativ schwierig. Es gibt ein paar Business Angels in Österreich, die kennen nicht so gut. Im Health-Bereich gibt es ein paar gute und so, aber war für uns keine Option. Die zweite Möglichkeit ist, zu einem Accelerator zu gehen. Das haben wir gemacht. Es gibt auf der ganzen Welt sehr viele Programme. Da kann man sich bewerben als Startup, wird dann dort aufgenommen für ungefähr 3 Monate, fährt man dann in die Stadt, wo der Accelerator ist und durchläuft dort ein Programm, wo man im Wesentlichen relativ viele Leute kennenlernen und relativ viele Klinken putzt und in das ganze Funding-Business einmal auch ein bisschen eingeführt wird. Wir haben uns dabei sehr viel beworben. Unser Ziel war es, da in die USA zu kommen. Das ist uns nicht gelungen. Wir sind dann, glaube ich, bei 6 oder 7 angenommen worden und haben uns dann entschieden, nach Kopenhagen zu gehen, zum Startup Bootcamp. Das ist in Europa so einer der größeren Accelerators, eigentlich nur noch, wie heißt es, Seedcamp. Größer, aber die haben ein bisschen ein anderes Modell als Startup Bootcamp. Aber prinzipiell sind so Accelerator, wenn man sowas noch nie gemacht hat, eine sehr gute, einfache Art und Weise, wie man sich dem Ganzen mal annähern kann. Die nehmen dafür natürlich was, sind einen gewissen Anteil, meistens irgendwas zwischen 5% und 10% des Unternehmens, geben ein bisschen Geld her, das ist aber nicht so wichtig, das kann sich zwischen 10.000 und 50.000 Euro bewegen. Aber wichtig ist der Know-how-Transfer, der da stattfindet und das Netzwerk, das man damit anzapfen kann. Man muss aber auch aufpassen, es gibt mittlerweile, das hat sich in den letzten 3-4 Jahren geändert, relativ viele Accelerator, die eigentlich nichts können. Ja, wo Leute, die mal so ein halbes Startup gehabt haben, jetzt plötzlich Accelerator spielen, meistens mit Fördergeldern und dann aber, ja, da passiert nicht viel. Also da muss man ein bisschen aufpassen und sich nur an den Größeren orientieren. Während dem Startup Bootcamp sind wir dann auch drauf gekommen, dass Ego Archive kein so guter Name ist. Wir haben uns immer gedacht, das Archive ist das Problem mit dem Namen, weil das ein bisschen verstaubt klingt, aber es war das Ego im Englischen, ist es nicht so gut besetzt wie im Deutschen und deswegen haben wir uns dann umbenannt in Archify, was auch ein bisschen besser geklungen hat. Beim
bei so einem Accelerator kommt man dann am Schluss meistens zu einem sogenannten Demo-Day, wo sehr viele Investoren eingeladen werden. Und da muss man dann an Stage präsentieren. Die Vorbereitung dazu darf man nicht unterschätzen. Das waren bei mir ungefähr 6 Wochen oder so, wo ich mich eigentlich nur damit beschäftigt habe, das Ganze präsentieren. Man darf sie nicht erwarten, dass nachher gleich die Leute mit den Scheckbüchern winken. Aber es ist eine Art Validierung, wenn man bei so einer Präsentation halbwegs gut wegkommt, dann sind die drinnen sitzen, auch eher bereit, überhaupt mal mit einem zu reden. Neben den Business Angels und Acceleratoren gibt es dann eigentlich nur mehr die Fonds, die investieren. Da gibt es viele verschiedene. In Österreich, wie gesagt, gibt es einen. In Deutschland gibt es ein paar und die meisten sitzen aber in Europa, in London. Und den Weg haben wir dann gewählt und haben eigentlich mit der Hilfe vom Startup Bootcamp auch dann die Termine bekommen und diese ganzen Fonds abgeklappert und haben dann auch schließlich ein Investment bekommen bei einem recht großen Fonds, bei Bolderton Capital. Wie viel das war, darf ich immer noch nicht sagen, aber es war doch ein nettes Sümmchen zum Ausgeben. Und das ist auch die Krux bei uns und bei den meisten Startups. Wenn man jetzt so die Startup-Seiten liest, wie zum Beispiel TechCrunch, dann ist das ja so eine Art Startup-Lottery-News. Da steht ja dann immer drin, okay, dieses Startup hat jetzt 10 Millionen geräst, 2 Millionen geräst, 500.000 geräst und alle denken sie, boah, die haben es jetzt geschafft. In Wahrheit beginnt es dort aber erst. Aber dieser Lüge, diesem Trugschluss, der da transportiert wird, den verfällt man natürlich auch selber, wenn man denkt, man hat jetzt im Prinzip ein Jahr, in unserem Fall ein Jahr, so darauf hingearbeitet, dass das Ganze mal finanzierbar wird. Und wenn man das dann hat, dann passiert ein bisschen ein Loch. Ja. Weil man natürlich, dann hat man das Geld und muss sich erst einmal genau überlegen, okay, wie machen wir jetzt weiter und was ist das Nächste, was passiert. Man hat zwar einen Plan präsentiert bei den Fonds, aber selbst die wissen auch, dass das meistens nur Schall und Rauch war, was man da erzählt hat. Da geht es nur darum, glaubwürdig rüberzukommen. Businessplan hat von uns nie jemand verlangt, hatten wir auch nie. Businessplan ist nur, meiner Meinung nach eine Eigenschaft, die gerne deutsche VCs und deutsche Investoren hören. Der Rest weiß eh, dass diese Zahlen in den Excel-Sheets nur Fantasie sind. Ja. Wie soll das auch anders sein, wenn man 5-Jahrespläne aufstellen muss? Ja. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, die man nicht unerwähnt lassen soll, wie man Geld aufstellen kann, von denen ich aber allen abraten würde. Das allererste, was ich auf keinen Fall machen würde, ist Geld von Friends and Family nehmen. Ja. Das bringt nur Verdruss. Natürlich, wenn alles glatt läuft, kann man jede Finanzierungsform machen, aber man muss sich immer das Worst-Case-Szenario überlegen. Das ist bei Friends and Family ganz, ganz schlimm. Man hat nicht nur Unternehmen verloren, sondern auch noch Freunde und Familie dann unter Umständen. Das nächste ist, das Ganze auf Pump machen, also klassischer Weg zur Bank gehen, ist meiner Meinung nach für ein Startup nicht, ein Startup heißt immer, was mit sehr hohem Risiko verbunden ist, nicht wirklich eine Option. Da muss man schon sehr, sehr überzeugt sein davon, dass das funktionieren wird. Und das dritte ist, Förderungen vom Staat zu übernehmen, würde ich auch auf keinen Fall machen. Speziell, also ich habe nur Erfahrung damit in Österreich. Man ist dann immer gezwungen, dass man seine Geschäftsidee und seine Pläne der Förderung anpasst und nicht umgekehrt. Das heißt, man verbringt sehr viel Zeit damit, diese Businesspläne, die eh nichts wert sind, genau in die Richtung zu schreiben, dass es dann förderbar ist und dann letztlich auch die Projekte in die Richtung zu machen, dass sie dann förderbar sind. Und förderbar hat meistens mit dem Markt relativ wenig zu tun. Meine Erfahrung ist, dass Förderungen wirklich nur Förderberatern helfen, aber nicht den Geförderten und denen, die die Förderung vergeben. Ja, die können dann sagen, sie haben so und so viel Geld in Startups oder in KMUs investiert, aber jetzt für KMUs ist es ein anderes Thema, ja, die Zwischenfinanzierungen brauchen und so, da kann das schon interessant sein. Für Hochrisikounternehmen wie Startups sind, halte das, den Aufwand, der ist einfach nicht gerechtfertigt.
die man da treiben muss. Noch dazu, wo man dann sowieso nochmal extra Geld aufstellen muss. Die meisten Förderungen in Österreich sind ja so, man kriegt 30-70% gefördert und den Rest muss man noch selber einbringen, der dann meistens entweder muss man wieder eigenes Kapital zuschießen oder die eigene Arbeitskraft gratis dort reinputtern, was man eh schon macht, aber halt dann bei Förderung auch nicht so gut funktioniert. Wir haben dann nachher die Entscheidung treffen müssen, okay, wo gehen wir hin? Das war auch sehr interessant, das hat sich jetzt ein bisschen geändert, aber bei uns war es schon so, überall, wo wir präsentiert haben, hat es geheißen, okay, in Wien könnt ihr aber nicht bleiben, wo werdet ihr hingehen? Werdet ihr nach Berlin oder nach London gehen? Wir haben uns dann für Berlin entschieden. Das würde ich heute wahrscheinlich nicht mehr machen. Ich würde heute wahrscheinlich in Wien bleiben. Aber wir haben uns aus dem Grund für Berlin entschieden, einfach weil Berlin um einiges billiger ist als London. In London kriegt man eine Wohnung, die, weiß ich nicht, 2 Stunden entfernt von London ist, und um dann in ein Büro zu fahren, das irgendwo im Keller ist. In Berlin hat man das Gleiche um den halben Preis und alles relativ nett erreichbar und im ersten oder zweiten Stock und in dem Keller. Was für uns sehr wichtig war, weil was macht man mit dem Geld? Man versucht, gute Leute zu kriegen, und die kriegt man sowohl in Deutschland als auch in Österreich sehr, sehr selten von den Unis, weil da wollen die meisten Leute lieber zu Siemens gehen oder halt zu größeren Unternehmen. Aber man kriegt sie aus ganz Europa. Ja, also wir haben relativ viele, wir haben 3 Entwickler aus der Ukraine gehabt, aber wir haben auch einen Designer aus Portugal und einen Marketing-Assistenten aus den USA und so weiter. Die wollen aber nicht unbedingt nach Wien ziehen, aber die meisten ziehen sehr gern nach Berlin. Berlin hat halt da einfach das bessere Image, und ja, wir haben deswegen den Weg gewählt, nach Berlin zu gehen. Die würden sicher auch nach London gehen, aber Wien, ja, funktioniert da nicht so gut als internationale Begehrlichkeit. Das habe ich eh schon gesagt. Wir haben dann relativ lang damit verbracht, unser Produkt auszubauen und relativ auch mit der Featureitis gefrönt. Das heißt, wir haben uns kurz vor Launch gedacht, wir könnten dann noch so ein Feature einbauen, dass jetzt auch die E-Mails durchsucht werden und die E-Mails gleich wieder und alles, was man durchsucht, auch gleich mal in der Inbox landet, damit man das dort auch gemeinsam durchsuchen kann. Wir haben uns gedacht, das ist eine super Idee und es hat überhaupt niemanden interessiert. Aber wir haben 2 Monate Entwicklungszeit dort reingespendet und auch sonst relativ viele Features entwickelt, bevor wir überhaupt gestartet sind. Und das war wahrscheinlich einer der Hauptfehler, die wir gemacht haben. Einfach nicht versucht, dieses Minimum Viable Product, also das Produkt, das gerade so gut ist, dass man damit auf den Markt gehen kann und einmal was herzeigen kann, sondern wir wollten es fertig haben und dann releasen. Und das, ohne einen Proof zu haben, dass das wirklich jetzt die Leute interessiert, funktioniert das halt nicht so ganz. Wir haben dann gelauncht und haben bis Mitte vorigen Jahres ungefähr so 20.000 User generiert. Das klingt auf den ersten Moment ganz cool, wenn man 20.000 aktive User hat und was jetzt ungefähr 40.000 bis 50.000 inaktive User, so das Ratio ist gar nicht einmal so schlecht. Aber 20.000 User ist für Investoren ist das nichts. Ja, die wollen in Instagram investieren, die in 3 Wochen 100.000 User haben und in 3 Monaten 1 Million. Das war bei uns nicht drinnen. Wir haben das sehr, sehr viel versucht. Ein Grund, warum es möglicherweise auch gescheitert ist, wir haben es nie zusammengebracht, jemanden wirklich Verantwortlichen fürs Marketing zu finden. Mehrere Personen eingestellt, die sind dann wieder gegangen und so weiter. Liegt sicher auch daran, dass wir eben sehr technikfokussiert waren. Wir haben uns gedacht, wir nehmen da einen Marketing-Fritz und der wird das halt dann checken und wir können dann wieder programmieren. Ja, das geht aber so nicht. Also das muss integraler Bestandteil sein. Und ich würde bei einer Neugründung auf jeden Fall versuchen, so jemanden von Anfang an im Team zu haben, der die Technik auch ein bisschen aus der Wolke holt. Gut, wir haben das gelauncht, 20.000 User, das war ganz okay, aber halt eben nur okay und reicht sicher nicht aus, um da noch eine Runde Geld aufzustellen, was aber notwendig ist, weil Businessmodell dazu, muss man ehrlich sagen, gibt es keines, also klassisches Startup ohne Businessmodell.
unsere lange Vision war, überhaupt eine Suchmaschine zu bauen. Und die Suchmaschine haben wir dann erst später, wie es dann schon fast zu spät war, entwickelt. Die hieß dann Blipex und war eigentlich nur etwas, wo jeder seine Daten freiwillig übermitteln konnte über den Browser. Und wir haben dann anhand der Zeit, die die Leute auf einer Webseite verbringen, ermittelt, die Zeit ermittelt, wie lange die Leute auf einer Webseite verbringen und dadurch die Suchergebnisse gerankt. Und das hat wieder erwarten viel besser funktioniert als das, was wir vorher gemacht haben. Das überspringe ich jetzt ein bisschen. Wir haben dann, nachdem wir immer noch kein Marketing gehabt haben, einfach Techniker-Marketing gemacht und sehr viel auf Hacker News gepostet. Dort lesen viele Journalisten mit und dadurch haben wir dann dies relativ gute Coverage bekommen, die in der Kurve ausgeschlagen. Also wir haben am besten Tag 900.000 Suchen gehabt. Derzeit stehen wir immer noch bei 500.000. Und alles nur durch 2-3 Artikel, vor allem in der Zeitung Quartz und vor allem auf BBC. Und dort hat sich das eingependelt. Und das sind eigentlich sehr, sehr gute Zahlen. Die Zahlen hätten gereicht, um eine Investition zu kriegen, aber nur um eine erste Investition zu kriegen. Investoren sind oft sehr komisch, die schauen auf den sogenannten Cap Table. Etwas, was man immer im Auge haben muss. Wer hat wie viele Anteile und wer sitzt schon drinnen und welcher Investor ist schon im Unternehmen. Bei uns war schon ein Fonds drinnen, deswegen hat der nächste Fonds gesagt, als zweite gehen wir da nicht rein. Ihr müsst zuerst mal den Fonds loswerden. Der Fonds hat gesagt, naja, wir gehen da nicht, jetzt nicht raus, einfach so für 1 Euro oder so. Und dadurch ist das Projekt letzten Endes auch so beendet worden. Das heißt, wir haben einfach keine weitere Finanzierung bekommen. Es läuft immer noch, es kostet im Gegensatz zu Akify, dass es uns ungefähr so 5.000 Euro im Monat gekostet hat an Serverkosten mit einer 4 Terabyte Datenbank, kostet uns das jetzt ungefähr nur so 120 Euro im Monat und funktioniert viel besser und viel schneller. Da haben wir auch einiges technisches Know-how von Akify transportieren können. Aber letztlich ist es ein Projekt, wo wir viel gelernt haben, aber als Startup hat es dann nicht ganz so funktioniert. Was würde ich heute anders machen? Also auf jeden Fall mehr aufs Marketing konzentrieren, weniger auf diese Featureitis konzentrieren und auch von Anfang an mit einem größeren Team starten. Das heißt, auf jeden Fall mit 3 oder 4 Leuten, es kommt das Projekt an, aber wir waren zu zweit und sind das eigentlich auch immer geblieben. Ja, danke. Bezüglich Unternehmensgründung, warum jetzt Limited oder braucht man dann einen Geschäftssitz in London oder in UK? Nein. Limited deswegen, weil das eine Rechtsform ist, die jeder Investor kennt, mit der jeder vertraut ist. Auch das heißt, ein österreichischer. Die kann ich auch gründen, wenn ich in Wien sitze? Ja, oder? Kann ich. Die gründe ich. Da gibt's in London gibt es Agenturen, die das für einen machen, die machen das online. Und dann verlege ich den Geschäftssitz nach Wien. Das heißt, ich bin ganz normal in Wien steuerpflichtig, wird behandelt ganz normal wie eine GmbH. Mhm. Der einzige Unterschied ist, ich muss zweimal eine Bilanz ablegen. Einmal nach österreichischem und einmal nach britischem Recht. Es gibt aber genug Steuerberater, die das ohne weiteres machen. Mhm. Wenn ein Steuerberater behauptet, das ist zu kompliziert, dann will man schnell einen anderen suchen. Okay. Das kostet natürlich ein bisschen mehr Geld, wenn man die britische Bilanz machen muss, aber es ist jetzt nicht so, also eine Bilanz, in österreichische Bilanz kostet ungefähr so 1.500 Euro oder so im Jahr oder 2.000 Euro, jetzt bei einem kleineren Unternehmen, das jetzt nicht 1.000 Kassabelege hat und die britische Bilanz sollte dann nochmal so 500 Euro dazu kosten, weil sie eigentlich nur ein Übertragen ist in die richtigen Spalten. Könnte man ein Programm schreiben dafür eigentlich.
Ja, ich hätte eine Frage zu den Bleepacks. Du hast gesagt, es rennt noch, aber ihr habt damit aufgehört. Mit der Entwicklung. Mit der Entwicklung. Das heißt, die Firma an sich gibt es noch, die Investoren haben investiert, ja. Und es gibt einen Revenue Stream. Nein. Nein. Und was sagen die Investoren dazu? Da muss ich das so vorstellen. Also Bollerton ist in dem Fall ist ein Fonds, die managen, glaube ich, 2 Milliarden Euro oder so. Und investieren in so Startups wie unseres so 10 bis 15 Mal im Jahr. Und das sind die sehr kleinen Investments für den Fonds. Mhm. Und die rechnen einfach so, wenn sie in 10 Startups investieren, dann wären 8 nichts. Mhm. Eines geht so lala und das 10. wird richtig groß und finanziert die anderen Investments. Und daher ist es auch nicht so, also wir haben von dort nie wirklich Probleme bekommen. Okay, weil das stellt sich für mich diese Frage, wenn man erfolgreich ist, bei einem Fonds was bekommt und es scheitert dann aus irgendeinem Grund, gibt es dann massiv Probleme, juristische Streitereien und so weiter. Da wird ja dann ein Boomer gesucht, bitte? Naja, ja. Da gibt es verschiedene Dinge. Das eine ist, es hängt immer davon ab, was man mit denen verhandelt hat. Es geht ja beim Verhandeln nicht nur darum, wie viel kriege ich, zu welchem Preis, also wie viele Anteile gebe ich her, für wie viel Geld, sondern es geht auch darum, was sonst noch in den Vereinbarungen drinnen steht. Was eigentlich immer drinnen steht, ist, dass man dafür haftet, für die Angaben, die man macht. Also das heißt, der Investor geht davon aus, wenn ich jetzt sage, das Produkt ist auf dem und dem Stand, dass das auch stimmt. Wenn das nicht stimmt, dann könnte er klagen. Und solche Sachen muss man bestätigen. Alles andere darüber hinaus ist normale kaufmännische Geschäftsführerhaftung. Also relativ schwierig. Ich kenne auch keine Fälle, wo jetzt Startups nicht funktioniert haben und dann von den Investoren irgendwie verklagt worden sind oder so. Rechnet sich für die ja auch nicht so gut und kommt auch nicht so gut, wenn man später, ich meine, die Investoren, die sind ja auch in einem Wettbewerb um die besten Investments. Und wenn dann ein Investor den Ruf hat, dass er die Partner, mit denen er vorher zusammen hat, gearbeitet hat, nachher verklagt, weil es halt nicht funktioniert hat, dann wird der auch nicht so die ganz guten Investments kriegen. Also ich kenne keine Fälle, wie gesagt, wenn man sie ganz blöd anstellt, könnte es natürlich passieren, ja, aber. Ich habe eine Frage. Wie ist das mit der Rechtssituation bei einer Limited? Gilt dann englisches Recht oder österreichisches? Oder kann man das wählen? Das hängt meines Wissens vom Firmensitz ab. Das heißt, wenn der in Wien ist, dann gilt österreichisches Recht. Bei uns war der Firmensitz jetzt immer in London und daher war es nach britischem Recht. Relativ straightforward die Frage. Ihr habt einen Service, was über 100 Euro im Monat kostet, verdient null Geld damit. Warum läuft das noch? Weil wir noch daran hängen einfach. Ja. Ich mein, sind doch insgesamt 3 Jahre Arbeit stecken drinnen. Und ja, also ich sperrt man ungern zu und wenn es jetzt eh nicht so viel kostet, dann lass es ja laufen. Es gibt immer noch 500.000 Suchanfragen am Tag. Warum wir keine AdWords oben schalten, um das zu finanzieren. Das habe ich zuerst übersprungen. Ja. Also ein wichtiger Selling Point bei Bleepacks war das ganze Privacy-Ding. Ich muss bedenken, der User installiert eine Extension, die alles mitloggt. Ja. Das wird zwar anonymisiert über verschiedene Protokolle und Websockets und was weiß ich noch was alles, das hat mir die programmiert, aber dadurch haben wir auch auf der Website eine sehr starke Privacy Policy, die sagt, wir setzen keine Cookies, wir schreiben keine Logfiles, wir speichern eigentlich nichts, ja, die IP-Adresse nicht, der Code ist Open Source und die ganze Datenbank wird einmal im Monat als Dump veröffentlicht.
Und würden wir jetzt Werbebanner setzen, würde das genau dem nicht entsprechen, weil die wollen natürlich wissen, wer das ist und wem sie ein Banner draufsetzen. Oder zumindest würden sie die Suchbegriffe gern wissen, die geben wir auch nicht her. Daher ja, können wir das nicht machen. Und ja, wir als Gründer sind auch starke Adblock-Fans und deswegen würde ich es da nicht draufsetzen wollen. Ja. Und es würde wahrscheinlich auch nicht so viel jetzt Einnahmen bringen. Wie wir Geld verdient hätten, indem die Suchmaschine groß genug wird und wir den Datenfluss dahinter verwerten können. Ja. Zum Beispiel gibt es einen Dienst, der heißt Alexa. Die verdienen immer noch recht gut Geld damit, dass sie Webseiten bewerten, in welchen Rang die haben und wie viel Traffic die kriegen und verkaufen diese Daten. Und das hätten natürlich wir auch machen können, solche Dinge. Aber das waren ehrlicherweise nicht so ausgereift. Aber daran ist es nicht gescheitert. Es ist, die Geschäftsmodelle wären natürlich sind bei Startups, bei kleineren Startups relativ wichtig. Aber wenn man davon ausgeht, dass man sagt, wir wollen möglichst viele User generieren und das funktioniert, dann ist das Geschäftsmodell wirklich nur nebenrangig. Und das war immer das, was wir probiert haben und uns nicht gelungen ist. Ja. Aber wir haben beide schon Unternehmen vorher verkauft und wollten da halt das Große versuchen. Ja. Habt ihr es probiert über so Plattformen wie Kickstarter oder Indiegogo Fundraising zu machen? Das haben wir überlegt, aber für Software eignen sich diese Plattformen ja, nur bedingt, weil im Prinzip Kickstarter und Indiegogo sagen zwar, es ist Crowdfunding, aber in Wahrheit werden dort Dinge verkauft. Und das Einzige, was wir machen hätten können, ist, gib uns $10 und wir schicken dir ein T-Shirt und gib uns $5 und wir schicken dir einen Aufkleber. Aber diese Kampagnen funktionieren ja, also in letzter Zeit kaum noch. Und deswegen, ja, für Software sehe ich auf diesen Plattformen relativ wenig Platz. Leider, aber... Ich habe das Kickstarter-Projekt gesehen, was über 2 Millionen gekriegt hat für eine Spielentwicklung. Ja. Keine Software. Es gibt schon, aber die bieten halt dann Premium-Accounts und irgendwelche super-duper-Items, die man nur dann kriegt. Ja. Könnte man ja bei euch auch. Ja. Superschnelle Suche, 10% ja. Schneller als die anderen, keine Ahnung. Die war 30 Millisekunden, ich weiß nicht, wie man das noch... ja. Dann habe ich noch eine Frage. Euch ist im Prinzip das Geld ausgegangen, würde ich einmal sagen. Oder sagen wir so, ihr habt damit gerechnet, bei so viel Geld fangt sie an. Das hat eine gewisse Zeitspanne gereicht. Welche Zeitspanne, würdest du sagen, muss man vorfinanzieren, um erfolgreich zu sein? Naja, das kann man... Ich meine, so generell nicht beantworten. Aber ich meine, zum Beispiel, ich weiß, wenn ich eine Woche mache, ist es zu wenig. Ja. Und aber 10 Jahre wäre ich nicht. Aber bekommen. Es gibt bei Startup gewisse Phasen. Erstens einmal diese Seed- oder Pre-Seed-Phase, ja? Also wo im Prinzip die Gründer mal Arbeitszeit und Geld investieren. Jetzt beim Software-Startup ist es ja mittlerweile relativ easy. Wie ich begonnen habe, haben wir noch im Jahr 2000 mit meinem ersten Unternehmen, haben wir mal 5 Kasteln kauft, die in einen Serverraum reinpackt und dort alles installiert und die Klimaanlage dazu und irgendwann ist das dann gelaufen. Und das waren natürlich relativ hohe Investments, relativ gesehen. Aber heutzutage gehe ich zu Amazon, mache einmal Schnips und hab die Server laufen. Und dadurch habe ich schon mal da relativ wenig, aber da muss ich in der Pre-Seed-Phase aber immer nur diese, im Prinzip nur die Arbeitszeit. Und dann geht es einmal ein bisschen initiales Geld zu bekommen, das vom Business Angel kommt, um einmal ein paar Monate als Gründer weitermachen zu können. Das haben wir selbst finanziert.
einfacher. Normal, also ja, das wäre so die Business Angel Phase. Oder halt die, das auch, was der Accelerator war. Nicht? Unser Accelerator hat, glaube ich, wie viel man da kriegt, 15.000 Euro oder so. Also es war gerade genug, um in Kopenhagen ein Haus zu mieten und dort fürs Leben aufzukommen zu dritt. Aber ja, mehr war das nicht. Und das ist so die Anfangsphase. Und dann, wenn man diese Series A oder richtige Seed launcht, also so Investitionen zwischen 500.000 und 1,5 Millionen, das Geld sollte dann 1,5 Jahre, 2 Jahre reichen. So war es auch bei uns. Und ja, und alles, was danach kommt, ist ja, frei verhandelbar. Also da ist das. Aber die Schwierigkeit heutzutage ist, dass die Investitionsrunden nachher immer schwieriger werden, auch weil sehr viele Software-Startups das Geld einfach nicht mehr brauchen. Und das ist dann wahrscheinlich auch der Nachteil von Hardware-Startups, die einfach viel höhere Investitionssummen brauchen und aber das gleiche Risiko haben. Wenn nicht sogar ein größeres Risiko, weil produzieren in China ist, wie man jetzt bei vielen Kickstarter-Sachen sieht, dann doch nicht so einfach, wie man es sich vorstellt. Aber wie gesagt, also bei Hardware-Startups haben wir meiner Meinung nach ein bisschen einen Nachteil bei den Investoren, einfach weil die mehr Geld investieren müssen, und aber das gleiche Risiko haben, wenn nicht sogar ein größeres. Wenn man sozusagen die Business Angel Phase sieht und die Series A Phase, macht das da auch einen Sinn, das bedingt zu machen, sagen wir 500.000, und wenn das gut geht, dann hast du eine Option, dass das Größere, also dann noch mit 1 Million oder 1,5 einzusteigen, oder weil es kann ja sein, dass man sagt, okay, 500 ist jetzt okay, aber da kommst du nur ein halbes Jahr aus, ja? Und ja, dann steht man völlig vorm Nichts, weil dann muss man zudrehen. Das gibt's, solche Vereinbarungen gibt's. Ich würde davon abraten, deutsche Investoren machen das sehr gern oder österreichische, die sagen, okay, du kriegst jetzt Summe X und wenn die und die Punkte erfüllt sind, dann kommt noch was dazu, natürlich auch wieder für Anteile. Ja. Nur, wenn die Punkte erfüllt sind, dann ist das meistens so, dass brauchst die Zahlen das, eh ganz gut sind. Das eh nicht. Dann brauche ich es nicht, weil dann kriege ich andere Investoren wahrscheinlich zu einem besseren Preis. Wenn ich da kurz einhake, das heißt, wenn du jetzt von einem Investment redest, Hausnummer jetzt vielleicht 750.000, ja, ja. Dann heißt das, die legen das am Tisch und da gibt es jetzt nicht weitere Milestones, das und das und das hast du unbedingt zu erfüllen, bevor irgendeine nächste Tranche ausgezahlt wird. Richtig, ja. Aber man muss dazu sagen, das ist zum Beispiel jetzt in Österreich sehr üblich, dass das so gemacht wird. Ja. Eben, das ist sehr üblich, aber auch sehr gefährlich. Ich würde davon abraten, das zu machen. Ja, das ist noch dazu meistens dann mit Consulting verbunden. Ja. Irgendwie, dass dann nahestehende Firmen der Investoren dann auch noch Consulting beibringen und das auch wieder in Anteile umgewandelt wird. Und da steht man dann relativ schnell mit wenig Anteilen da. Mhm. Oder das Geld wird eh wieder zurücküberwiesen. Ja. Also das ist ein zweischneidiges Schwert, sowas. Mhm. Vor allem, wenn man es auf Umsätzen festmacht, weil die verschieben sich ja von vornherein. Also ich meine nur. Und die Bedingungen sind meistens so gewählt, dass das dann wirklich gute Milestones sind, die man erreichen muss. Und wie gesagt, dann kriegt man eh auch andere Investoren. Die einzige Schwierigkeit ist halt, den ersten zu kriegen. Wenn man sonst keinen kriegt, muss man es unter Umständen so machen. Okay. Das ist halt immer ein großes Pokerspiel, ja. Also